Nein, das ist viel zu gefährlich. Gehen Sie sofort auf den Grund oder wenigstens 50 Meter tiefer. Unter dem Meeresboden vor der japanischen Küste bahnt sich eine Katastrophe an. Der Film, der die Welt schockiert. Im schlimmsten Falle wird der größte Teil der japanischen Inseln im Meer versinken. Eine tödliche Gefahr bedroht eine der am dichtesten besiedelten Inseln der Erde. Es droht die Gefahr der totalen Vernichtung des japanischen Inselreichs. Ein Film stellt Fragen an die ganze Welt. Schonungslos und alarmierend. Fragen, auf die wir vielleicht morgen schon eine Antwort geben müssen. Das ist ein Befehl des Premierministers. Öffnen Sie sofort alle Tore und lassen Sie die Menschen rein. Haben Sie verstanden? Glauben Sie mir, es wird das Beste sein, nichts zu unternehmen. Sie meinen, wir sollten nichts? Nichts unternehmen? Nichts. Alle 110 Millionen Japaner werden mit ihren Inseln im Meer versinken. Dieser Untergang wird das Beste für Japan sein. Wird Japan zum Atlantis des 20. Jahrhunderts? Die schreckliche Vision einer Zukunft, die schon morgen Gegenwart sein kann. Ein ganzes Volk hat 300 Tage Zeit, sich auf das Überleben oder auf den Tod vorzubereiten. Geh nach Odawara! Geh nach Odawara! Ich flehe dich an! Apokalyptische Vision oder visionäre Reportage? Über 20 Millionen Japaner sahen diesen sensationellen Film, der nicht mit der Angst spielt, sondern aus der Angst heraus entstand.